Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty 4. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Was auch immer die Corioliskraft ist. Ich glaube, es hat irgendwas mit der Erdkrümmung zu tun. Okay, ich glaube, ich sehe ihn. Darf ich ihn abknallen? Auf ein Zeichen warten. Ziel erfasst. Positive Identifizierung von Imran Zakayev. Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Alles klar, Bruder. Das ist Goldbarren? Ich glaube. Der wird trotzdem noch richtig weit weg sein. Da. Schön Doppelheady. Ich habe diese Aufnahme gerade schon mal gemacht, aber verkackt. Und ich dachte mir, das brauchen wir ja nicht unbedingt. Die kleine Fotze, wir sind gerade windstill. Ziel am Boden. Was da rumfloh, war wohl sein Arm. Gute Arbeit, Lieutenant. Wir haben ihn. Scheiße, sie müssen uns her. Schalt diesen Helikopter aus. Das verschafft uns etwas Zeit. Guter Schuss, Lieutenant. Gehen wir. Sie werden uns Lieutenant! Suchen. Zeit aufzubrechen. Bruder. Wir müssen die Abkürzung nehmen. Ich bin schon fast weg, Junge. Erstmal das Hotel jetzt erschießen. Mir nach. Delta 2-4. Hier Alpha 6. Wir wurden entdeckt. Wiederhole. Wir wurden entdeckt. Sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4. Wenn er schneller laufen würde, könnte ich rennen. Au. Ja, aber dafür müssen wir durch die Typen. Gib mir mal die Waffe wieder. Ja, die ist fast leer. Okay. Er verliert aber eine fast leere Waffe. Der hat mit Sicherheit keinen Hundeschuss hier versenkt. Ich kann mich gegen die nicht wehren. Ich habe mal aus 5 gedrückt, aber ich kann mich gegen die nicht wehren. Okay, entspannt. Oh Gott, das war... Das war ganz offensichtlich nicht die richtige Taste, die ich gedrückt habe. Das ist schon besser. Ja, dann let's go, Junge! Dann lass es mal laufen, bitte. Ich habe halt nur keine Ahnung, wohin, Alter. Okay, also Fun Fact. Maus 5, also das, was bei mir Messern ist, ist nicht Hund abwehren, weil das ist bei mir Messern. Ich bin nicht so blöd, den Scheiß zu treffen.
Junge, lauf weiter! Hab ihn! Wir schütteln sie im Apartment ab. Los! Let's go, Junge! Kommst du? Ich muss aber auf ihn warten, weil die Tür hier aufmacht. Nein, ich töte Dogger bewusst nicht. Geh. Junge! Jetzt musste ich, jetzt kam der Doggo. Aber nur weil der Affe nicht weitergegangen ist, ey. Bereit halten! Schnell eine Claymore an der Tür da vorne platzieren! Der hier? Der ist erledigt! Bruder, wie soll ich eine Claymore platzieren, wenn du sofort anfängst zu schießen, ey? Schieße bereits auf den Heli, du Affe. Lass mich nicht verarschen. Na, sag doch auf den Roter. Gute Nacht, Bastard. Ich weiß, warum ich hier stehe, Junge. Idiot. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, musst du mir eine gute Stelle geben, von der aus ich Deckung geben kann. Ja, oder ich lasse dich einfach liegen und hör ab. Der Evakuierungspunkt ist im Südwesten. Wir können es immer noch schaffen, wenn wir uns beeilen. Feind kommt näher. Bring mich in eine gute Position, von der aus. Ja, hier ist eine gute Position. Ziele bewegen sich nach Osten. Aua! Okay, hinter uns stand einer, wo auch immer der herkam. Ich wollte ihn nicht absetzen. Kannst du nicht auch von meiner Seite aus schießen? Feind kommt näher. Bring mich in eine gute Position, von der aus ich Deckung geben kann. Ziele bewegen sich nach Osten. Ruhig jetzt. Statt dass er einfach meiner Schulter ausschießen könnte, ist ja viel cooler. Ja, wir haben mal entspannt eine Viertelstunde Zeit, Junge. Erst haben sie uns nicht gesehen, jetzt doch, okay. Dachte, wenn sie uns einmal nicht sehen, haben wir es geschafft. Das Apartment da drüben, oder? Ja, 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 da kommen ganz viele. Ich möchte hier gerne rein. Katzi! Geh doch. Jack? Musst du kurz die Wasserflasche nach vorne holen? Den Wasser finden sie auch, hätte ich gar nicht lustig. Okay. Bruder, ist gut, Spiel, ist gut, ne? Also, wenn ich einfach. Auf einmal steht er in der anderen Ecke. Was soll denn das? Wer hat sich gedacht, ist eine gute Idee, ohne eine Vorwarnung hier Gegner zu platzieren? Ruhig bleiben.
Oh nee. Psst. Das war übrigens gerade einfach eine Pen-Spray in den Gang rein. Aber das finde ich echt beschissen gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, nach 120 Metern. Der Evakuierungspunkt ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes. Kann ich da einfach dran vorbeigehen vielleicht? Bist du blöd? Bleib den radioaktiven Bereichen fern. Ja, auf einmal, ey. Das macht kurz so vorher so piep, piep. Und das sieht auf einmal komplett aus, Alter. Okay, ich bin seit einer Stunde aus dem Strahlenbereich. Was ist das denn? Okay, das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung, aber. Das ist ja mega dumm gemacht, ey. So, hey, du bewegst dich eine Millisekunde rein, es tickt einmal, du bist tot. Und du bist tot. Das hier sollte auch jeder kennen. Ich glaube nicht, dass der das überlebt hat. Bin doch wirklich blöd gelaufen für mich. Ich glaube, wenn ich eine Scheuernimmswaffe behalten hätte, hätte das besser laufen können. Das sollte auch wirklich jeder kennen. Warten auf das Signal, over. Unser Hubschrauber wartet in sicherer Entfernung. Setz mich hinter dem Riesenrad ab, wo ich als Scharfschütze feuern kann. Hinter dem Riesenrad wäre hier. Ein bisschen weiter im Norden. Also hier? Ruhig jetzt. Da drüben. Setz mich auf der Erhöhung hinter dem Riesenrad ab. Bist du behindert? Du sagst ein bisschen weiter im Norden. Norden ist hier. Du möchtest aber dahin. Digga, das wäre eben gerade einfach eine genau... Na, das hier ist okay. Wenn du noch Claymores hast, wäre jetzt die Zeit, sie zu benutzen. Ja. Ich der Feind muss durch dieses Gebiet. Such dir also eine gute Scharfschützenposition. Ich hab halt nur keine Ahnung wo, ne? Ich gebe dem Helikopter in 30 Sekunden das Signal. Okay, entspannt. Such dir eine gute Stelle für dein Scharfschützengewehr und leg dich hin. Mhm. Ich glaube, ich gehe genau neben ihn. Alles klar, Kumpel. Ich habe das Signal aktiviert. Viel Glück. Danke. Schauen wir mal, wie es läuft. Wir haben Ihre Position. Halten Sie durch. Big Bird, Ende. Ja, jetzt wissen natürlich auch alle anderen, wo wir sind. Ziel in Sicht. Noch ein bisschen näher. Da hinten kommen sie. Fertig machen zum Angriff. Feuer frei. Ach, das sind die Hunde, die die anderen angreifen. Ich glaube, das hat was mit unserer Entscheidung zu tun, den Hund leben zu lassen. Das war eine Claymore von mir. Eben. Hey, wir legen uns doch nicht mit einer ganzen Armee an. Jetzt? Hey, wir legen uns mit einer ganzen Armee an. Du wusstest ja, dass die alle nur von da kommen. Hätte ich Claymores nur in dem Bereich gepackt. Ah, das wusste ich beim besten Willen nicht mehr. Oh Gott. Hab einen.
Okay, ich habe keine Munition mehr. Mit meiner Schnippere. Irgendwer von denen vielleicht einen Raketenwerfer? Wahrscheinlich nicht von denen, die auf mich geschossen haben. Natürlich nicht. Ja, dann Dragunov. Nice. Haben wir noch einen Sniper wenigstens. Aua! Ist er jetzt von selber drauf gekommen, dass zwei Mann unterlegen sind, oder was? Lade! Ziel erledigt! Hab ihn! Junge! 3000 Meter noch. Kurz mal Granaten werfen. Ja, da habe ich keine Munition mehr für meinen Dragon. Regi, ich habe keine Munition mehr gleich. Ich muss mal kurz feststellen. Ich liege übrigens im Baum, ne? Also du kannst mich hier nicht treffen. Guck mal, das ist doch unser Helikopter. Er ist erledigt. Ja, wenn du noch ein paar mehr ausschalten kannst, wäre das cool, weil... Junge! Ziel erledigt. Alpha Team, unser Sprit geht aus. Sie haben 30 Sekunden. Ja, okay. Willst du mich verarschen? Ziel neutralisiert. Junge, komm. Ich nehme ihn. Und dann machen wir lauf, lauf, lauf. Ist okay, 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 Halleluja! Ich hab 30 Sekunden, 20 Minuten später wissen wir noch nicht. Ich hab keine Waffe übrigens. Ah doch, die RPD. Muss ich nachladen, aber kurz. Also sie sagt, ihr habt 30 Sekunden, aber ich nicht damit gerechnet, dass ich ein Zeitlimit hab. Junge! Alter Belli, ey. Das war aufregend. Alles klar. Dann würde ich sagen, das hier ist das Ende von diesem Part. Gucken wir uns mal kurz die Cutscene an. Wir wissen ja heute, dass der Typ überlebt hat. Captain Price. Nicht gut, dann sind wir schon 10 Minuten tot. Jeder Ultranationalisten-Psycho in Sakajews Tasche wird hier auftauchen, um Al-Assad zu holen. Oder das, was von ihm übrig ist. Genau, wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Hügel. Und weiter entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farm. Noch Fragen?
Legen wir los. Ja, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.